Hallo meine lieben RC-Modellbau-Freunde, meine kleinen RC-Piraten. Wie ihr seht, geht es mit dem Beblanken vorwärts. Es sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Das sieht natürlich alles noch relativ roh aus, mit großen Spalten dazwischen. Seht euch diese Spalte an. Nein, so groß ist die gar nicht. Die wird nur so groß. Wird natürlich noch alles abgespachtelt. Und dann ist das schön. Ja, andere Seite. Sieht nicht weniger schlimm aus. Entschuldigt, dass es ein bisschen wackelt. Ich bin ja kein professioneller Kameramann. Aber ich will auch nur dokumentieren, was ich hier so mache. Ja, was mich ärgert an diesem Modell, das ist folgendes. Wie ihr sehen könnt, jetzt hier gerade habe ich halt hier ein ganz anderes Holz wie hier. Was das Ganze natürlich schade macht, weil ich muss diese Farbe irgendwie oder diese Farbe hier irgendwie da drauf bekommen. Da weiß ich noch nicht so ganz weiter. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Oder ich muss das Ganze halt lackieren. Das wäre schade, weil ich finde, dieses Holz ist unheimlich schön. Das hat eine schöne Maserung. Ja? Und das jetzt weglackieren, das wäre eigentlich zu schade, oder? Schaut euch das mal an. Wenn das geschliffen ist, das sieht bestimmt richtig cool aus. Also ich finde es schade, wenn ich das lackieren muss. Dann muss ich halt mal gucken, was ich mache. Ich weiß es noch nicht. Ganz ehrlich, ich bin noch ratlos. Vielleicht werde ich es auch furnieren. Muss ich schauen. Aber erstmal weiter beblanken. Und dann schauen wir mal. Also es ist schon fast fertig, wie man sehen kann. Und dann geht's los mit Schleifen, Spachteln. Innen drin werde ich wahrscheinlich mit Epoxidharz das Ganze noch ein bisschen stabilisieren. Ich habe schon mal das Ruder hier reingetan. Das habe ich auch schon mal ein bisschen geschliffen, so grob vor. Muss natürlich noch geschmirgelt werden. Das ist jetzt erstmal nur mit der Feile bearbeitet. Aber es ist okay. Ja, so viel dazu. Erstmal ein kleines Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn Fragen da sind, dann einfach fragen. Ihr seht, guck mal, steht da vorne richtig ab hier. Und da steht es richtig ab. Das wird alles beigeschliffen. Das steht hier alles sehr ab. Ne? Wird aber alles beigeschliffen. Keine Sorge. Sieht alles erstmal sehr roh aus. Aber das wird schon. Ja. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, haut es mir in die Kommentare. Wenn ihr was wissen wollt, haut es in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas an Kritikpunkten habt, einfach sagen. Ich werde dann darauf antworten, sofern es sinnvolle Kritik ist. Ich habe manchmal Kritiken, wo ich denke, Leute, kann es nicht sein, echt. Wo es dann darum geht, Informationsdichte zu gering. Also speziell bei meinem Video, was ich über die Boxen gemacht habe, über die Drehbank. Wo ich mir gedacht habe, was für Informationen will er denn noch haben? Welcher Röllton das ist bei der Farbe oder was? Naja, egal. Haut mir bitte sinnvolle Kommentare rein. Würde mich sehr freuen. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis die Tage. Ciao.